Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir Mariandus und dem Erik. Hallo. Dem Erik? Ja, hi. Also ich bin noch alleine auf dem Server. Erik probiert's noch ein bisschen. Was wollte ich tun? Was wollte ich sagen? Und zwar, in der letzten Folge ist ja nicht wirklich sehr viel passiert. Die bist du nicht dabei. Ich habe ja zwischendrin nochmal aufgenommen. Und da ist nicht viel passiert, da habe ich bloß meine Truhen geordnet, aber es wird dunkel. Geh mich erstmal pennen. Ich bin jetzt einfach mal frech und mach das so, dann passt das schon. Ich muss ja auch mal so, ne? Ja, in dieser Folge hatte ich mir erst überlegt, ich mache noch ein bisschen weiter mit meinem Lager. Nein, hatte ich keine Lust drauf. Ich möchte kein Lager abbauen jetzt halt in den Folgen. Das werde ich zukünftig auch offscreen machen, dass ich Lagersortierungen offscreen mache. Das Problem ist bloß, ich achte da nicht wirklich drauf. Ich merke das meistens erst, wenn ich dann die Videos bearbeite, denke ich, hä? Habe ich jetzt wirklich die ganze Zeit nur Lager sortiert? Na, ganz toll, ne? So, was habe ich vor? Ich möchte ein bisschen dekorieren. Ich möchte gerne mein Haus ein bisschen dekorieren. Und dazu möchte ich auch. Ich habe überlegt, ob ich das Haus hier auch abreißen soll. Ich habe überlegt, ob ich mein erstes Haus hier abreißen soll. Was hältst du davon, Ecki? Nee, mach's nicht. Nee. Einfach zu groß. Das ist aber leer, wäscht. Da ist nichts mehr drin in dem Haus. Ich zieh in. Ich zieh in, da wird's voll. Nee, dann müsste ich Vor die allem auch Brückenverbindung zu schön. meinem anderen Haus wegmachen. Ich meine, mein anderes Haus ist jetzt nicht spektakulär, das ist irgendwie bloß ein großer Kasten. Das hätte ich gern irgendwie hübscher gehabt, im Endeffekt. Da überlege ich mir noch was, wie ich das am besten mache. Vielleicht mit dem Hinterhof oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe sowieso das Gefühl, ich habe viele Hütten gebaut, die eigentlich total unnötig sind, ne? Wie jetzt zum Beispiel hier, das am Bauernhof, sagen wir jetzt halt mal in Anführungszeichen, ne? Wo wir die Tiere haben, ne? Da steht doch das eine Haus davor, wo unten die Pilzfarm drin ist, ne? Ja. Ist auch unnötig wie noch Ebbes, das Haus. Und Pilze kriege ich im Nether mehr als da. Da gehe ich einmal durch den Nether und hole mir da die Pilze. Na? Und in meinem jetzigen Haus habe ich alles drin, was ich, also in meinem Lagerhaus, habe ich alles drin, was ich brauche. Ich habe einmal mein Lager ganz unten, klar. Dann in den oberen Etagen im ersten Stockwerk habe ich den Durchgang zum anderen Haus, das ja jetzt leer ist inzwischen, komplett leer. Bis auf die Küche. In der Küche ist, glaube ich, noch was drin. Dann geht es in mein Schlafzimmer. Da ist aber auch nicht wirklich viel drin. Im nächsten Stockwerk kommen wir ins Alchemielabor. Ich meine, ich laufe das jetzt halt wieder ab. Ich meine, ihr kennt's. Ihr verfolgt mich ja in meinen Videos, ne? Aber ich gehe das jetzt nochmal einmal gedanklich durch, ne? Dann komme ich in mein Alchemielabor, da habe ich dann meine Alchemie-Farm. Ich weiß gar nicht, hast du meine Farm schon gesehen gehabt? Nee. Ich habe in meinem Alchemielabor nebendran, habe ich eine Zuckerrohrfarm und eine Netherwarzenfarm drin. Netherwarzenfarm hatte ich, glaube ich, schon gesehen, oder? War das noch die kleine? Nee, das ist eine andere. Nicht die kleine, die unten in der Pilzfarm jetzt da drin ist. Na Also gut, die habe ich schon noch nicht ehemalige gesehen. Netherwarzen. Und im nächsten Stockwerk habe ich noch gar nichts drauf gemacht. Da habe ich mir überlegt, dann einen Turm reinzumachen und dann die Schmiede reinzubauen. Weil man muss ja einmal sei Zeich reparieren oder sowas. Das braucht man halt auch, ne? Und dann würde ich auch endlich mal gerne mit dem Spawner da hinten arbeiten. Dass man endlich mal da draußen eine Mobfalle macht, ne? Ich arbeite damit, okay? Nee, wir beide. Ich meine, du brauchst ja nicht mehr viel zu machen. Die Skelette, die spawnen ja auch so da drin, ne? Fackeln ab, zugemacht, einen Rohrschacht reingelegt, wo die dann runterfallen. Und das war's ja dann eigentlich schon. Mehr brauchst du ja nicht mehr zu machen. Und dann kannst du die gemütlich Stück für Stück platt kloppen. Ne? Wäschwischmann. Ja.
Aber im Großen und Ganzen ist das Dörfchen schon ganz hübsch geworden. Allerdings, wie gesagt, ich weiß irgendwie nicht, was ich da noch dazu bauen könnte. Wenn euch irgendwas einfällt, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Ich überlege, einen Hasen reinzubauen. Und irgendwie. Ja, ich glaube, ich baue einen Hafen. Ja, Zum ich denke, ich baue Verzweifeln. einen Hafen rein. Ich werde einen Hafen jetzt bauen. Werde ich den jetzt bauen? Eggie, baue ich den jetzt? Kann schon machen, das Haus hat man schon in der Aufnahme gesehen. Ich arbeite mich jetzt halt mal von unten nach oben. Meine To-Do-Liste arbeite ich jetzt halt mal an. Und als allererstes wird dein Hafen. Haus wegkommen. Welches? Also diese hässliche Garage da. Das kommt jetzt weg. Okay. Das habe ich dir in den letzten Folgen schon gesagt, dass ich das nicht haben will und jetzt kommt's weg. Genau. Vor alle Dinge, wäsch dich nicht Reuße. Erdwand im Holz drin, ne? Ja, das gefällt Ach, mir du hast gar einen nicht. Creeper hochgegangen, oder was? Das sieht da hinten dran, Ja. sieht das aus wie ein Creeperloch. Ist es aber wahrscheinlich. Ich reiß dir das jetzt komplett ab. Ich bin sogar so lieb und mache da die Wand dazu. Bin ja gar nicht so. Muss da später mal ein Bild schicken. Okay. Dass der ganze Scheiß mal hier wegkommt, ne? Was ein Texture-Pack ich früher mal drin hatte, jetzt nicht mehr, weil das. Weißt du, wo der PC noch schnell war? Ah, also Hatte ich ja mal nie. ein Texture-Pack. Doch. Frühere Zeiten. Ah, früher, wo man noch Orgfange hatten mit Fiesta, ne? Boah, Also noch nicht mit dem früher. Let's Play, sondern Früher noch, wo du noch Bracalone DayZ gemacht hast. Ja, ich meine ja, ganz Ja. früher, nicht die Zeit, wo, nee, wo man die Aufnahmen gemacht hat, sondern da, wo, naja, wo man noch zusammen Fiesta ganz normal gespielt haben, da ging ja der PC Ja. jetzt mal richtig gut Ja. noch. Ich muss schon Ja, mal ein Bild das war schicken, wie noch ich früher mal Zeit. gespielt habe. Beim PC, das Minecraft, ne, muss ich dann mal zeigen. Mit Texture Pack. Ach, da fällt mir gerade ein. Zu geil. Ne? Ich habe die Tage einen Kommentar zugeschickt bekommen. Zu einem meiner Videos, die jetzt kurz vor Weihnachten rausgekommen sind. Ne? Das will ich hören. Pass auf. Vom Dustin, Dustin wird er ausgesprochen, Hilgerts. Ne? Dustin Hilgerts. Dieser nette junge Mann, nenne man mal nett, hat mir geschrieben, ich soll aufhören mit meinen Videos, ich bin scheiße, meine Videos sind scheiße, ich bin zu blöd zum Kommentieren Ich glaube, den und kenne ich sogar. ich soll mit YouTube auf jeden Fall aufhören, weil ich jetzt nicht drauf. Ich glaube, den kenne ich sogar. Mit Okay. dem kann ich ein Wort retten. So, Weißt du sogar, wo der auf die Schule pass auf, geht? pass auf, pass auf. Das richte ich jetzt an ihn. Falls er dieses Video nämlich auch gucken sollte und sollte es auch disliken und mich beleidigen wollen. Ich bin ja erwachsen, ich kann damit umgehen. Kann ich nur eins sagen. Guck die Videos doch nicht, Junge. Wenn dir mein Video nicht gefällt, guck es dir nicht an. Du brauchst nicht zu kommentieren. Schalt's einfach weg. Du kannst einfach das nächste Video anklicken, das dir gefällt. Vielleicht alle meine Entchen-Song oder sowas, ne? Weil jemand, der Kommentare in diesem Niveau schreibt, muss sich mal echt überlegen, ob der überhaupt ein Hirn hat, ne? Nee, Als das ist ob, schon wohin gerutscht. ganz ehrlich, als ob mich das interessieren würde, ob jemand unter mein Video schreiben würde, ich bin scheiße und ich könnte nicht aufnehmen, meine Tonqualität wäre miserabel. Ganz ehrlich, das interessiert mich nicht. Dann guck dieses Video nicht, verdammt nochmal. Ich mach das Video nicht für dich. Ich mach das für die, die die Videos gefallen und sich die gerne angucken. Ich meine,
Klar, die Tonqualität ist an manchen Ecken wirklich nicht die besonderste. Ich meine, ich habe ein Headset, ich habe jetzt nicht so ein riesengroßes Gerät, wo ich die beste Tonqualität rausbekomme, ne? Also so ein Mikrofon habe ich nicht, ich habe 8K Webcam. Aber ganz ehrlich, es interessiert mich nicht, wenn dir die Qualität nicht gefällt, abonniere mich nicht. Und wenn du mich Nummer abonnierst, zwei. brauchst du meine Videos nicht zu gucken? Und Nummer drei. Kommentare mit Scheiße und ich bin Scheiße und meine Videos sind Scheiße. Die brauchst du nicht zu schreiben, die werden direkt gelöscht. Weil, wie gesagt, das interessiert mich nicht. Dustin merkt Ich ja, dass lese ich kenne dich. mal's durch, habe ich gar keine Probleme mit. Aber, wie gesagt, ich habe schon viele Kommentare bekommen, wie zum Beispiel, die Videos sind super, in uns steckt Potenzial, wir sollen das beibehalten. Da habe ich ein Und das paar sind gesehen. Videos, wo ich sage, ja, natürlich, Positivvideos findet man immer gut, ganz klar. Aber ich krieg solche Kommentare auf meine Videos und solche Kommentare auf meine Videos, wo ich mir denke, diejenigen, die mir das Positivkommentar geben, die gucken meine Videos weiter und haben auch einen Grund zu gucken. Aber wenn dir die Videos doch nicht gefallen, dann guck mich doch einfach nicht. Ich meine, das ist doch bescheuert. Und genauso, das ist genauso mit dem jungen Mann, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, definitiv nicht, der sich den Spaß erlaubt hat zu sagen, ich dislike alle deine Videos, bis du eine Facecam angeschalten hast. Weil du mich sehen möchtest. Ich sag mal ganz ehrlich jetzt mal Halt die Hand aufs Klappe Herz, drüber. ne? Hand aufs Herz. Nur weil du mich dislikest, gebe ich dir keine Facecam. Aus dem einfachen Grund, ich möchte anonym bleiben. Ich möchte nicht mein Gesicht in YouTube zeigen, da ich auch schlechte Erfahrungen von anderen YouTubern, die ihre Facecam angeschalten haben und die es bitter bereuen, dass sie das getan haben, mitbekommen habe. Als YouTuber erzählt man ja ein bisschen untereinander. Gut, ich kenne jetzt nicht die großen Tiere, aber Dena, Gronkh, Sarazar, Aufzählen? Umgespielt. also Gronkh und Sarrazar kenne ich jetzt nicht, ne? Aber weißt du, ich kenne so ein paar. Durch Twitter jetzt hat auch tauscht man sich auch mal ein bisschen aus und sowas, ne? Und ich mache keine Facecam rein. Definitiv nicht. Nur um auf dem Strom mitzuschwimmen. Das ist einfach so. Das sehe ich nicht ein. Aber so, jetzt mal genug rumgemotzt und rumgepeppert und Danke. sich aufgeregt. Wie gesagt, es interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich, ob man mir einen Kommentar, ob ich einen Hater-Kommentar bekomme oder nicht, weil gelöscht ist das schnell. Positive Kommentare lasse ich natürlich drin, ganz klar. Ich freue mich über jedes positive Kommentar, aber mit negativen Kommentaren kann ich umgehen, indem ich sie einfach lösche. So einfach ist das. Kommt ein böses Kommentar, lösche ich es. Also, böses Kommentar nehme ich jetzt halt als Beleidigung meiner Person, ne? Wenn jemand schreibt, deine Videos sind nicht so gut, aber du könntest. Deine Das und das Videos, verbessern. deine Tonqualität ist miserabel. Ich empfehle dir, Punkt, 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 ne? Ich empfehle dir, dieses Mikrofon zu benutzen. Ich empfehle dir das oder ich empfehle dir jenes. Sage ich, okay, lasse ich drin das Kommentar, weil das sind Tipps. Wenn jemand aber kommt und sagt, ich bin ein Idiot, ich bin scheiße und ich bin ein, ich will es jetzt nicht weiter ausschreiben. Diese Kommentare müsst ihr verstehen, werde ich löschen. Ganz klar. Passt auf, wenn die Ferien rum sind. Ecke, ich möchte nicht, dass du irgendwas zu dem jungen Mann sagst, wenn du ihn kennst. Ich möchte einfach Ist ja bloß, bei mir. das ist ja egal, das ist ja egal, selbst wenn er dein Bruder ist oder selbst wenn es dein Nachbar ist. Ich möchte nicht, dass du zu deinem jungen Mann gehst und irgendwas zu ihm sagst, weil es ist sein gutes Recht, zu kommentieren. Ich sage nur, er kann auch
jedes Ko er kann auch immer unter meine Videos schreiben, dass ich scheiße bin. Ist mir eigentlich ziemlich schnuppe, weil wie gesagt, schreibt er mir so einen Kommentar drunter, lösche ich es einfach. Die Frage ist nur, warum guckt er sich dann die Videos an, wenn er sie doch alle scheiße findet? Er will dich nur ärgern. Das ist das, wo ich mir denke, dann bist du selber schuld. Ich meine, der guckt sich mein Video an, ne? Der guckt sich ja mein Video an. Das ist ein Aufruf für mich. Mein Video wird ja aufgerufen, selbst wenn man mir einen Hater-Kommentar drunter schreibt, wird ja mein Video aufgerufen. Also, Oh. sag ich mal, wenn er mich nicht liken kann, oder findet, ich soll mit YouTube aufhören, sollte er mich nicht unterstützen, indem er meine Videos aufruft. Meiner Meinung nach. Aber ich muss. Naja, ich lasse das Thema jetzt halt einfach mal. Und du Anderes bist im Thema. Übrigen immer noch nicht auf dem Server und die erste Folge ist schon vorbei. Ja, was meinst du, was ich hier gerade mache? Also, naja, dann moderiere ich jetzt erstmal ab. Da gibt es eigentlich bloß noch eins zu sagen zu dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr auch meiner Meinung seid diesbezüglich, dann gebt mir doch ein positives Kommentar, vielleicht einen Daumen hoch, besucht mich auf meiner Seite, abonniert mich, um weitere Videos zu verfolgen, um selbst sich ein Bild zu machen, wie ihr meine Qualität der Videos findet, wie ihr meine Kommentare zu den Videos findet. Und ihr könnt mich auch auf Facebook oder Twitter anschreiben, habe ich auch nichts dagegen. Und würde sagen, bis dahin, tschüss und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bye! Ciao.